So, machen wir weiter. Ohne Cam anscheinend. Was steht denn jetzt eigentlich auf dem Plan als nächstes? Caelid oder noch den Rest von Leonia, ne? Wir könnten entweder den Rest von Leonia machen oder wir könnten auch unten im Untergrund mal anfangen oder Caelid. Oder nicht? Stehst du auf jeden Fall Manningsley da in dieser Tür. Dann lass uns nochmal noch den Rest von Leonia machen, weil es gibt ja noch den anderen Magieturm. Die Höhle, wo ich gerade nicht genau weiß, wo ist. Das Mausoleum müssen wir mal zur Fall bringen. Auf zum Tempelviertel. Können da links erstmal vielleicht diese Hochstraße da noch machen, oder? Tempelviertel haben wir ja auch noch nicht gemacht. Ja, ich weiß gar nicht, ob da noch... Spaß da noch eben abfahren. Den Drachen haben wir ja schon. Also ist der da mit so im Schweiß und ins Angesicht. Wie auch immer diese komische Höhle eigentlich noch war, das ist... An sich fehlt ja noch das ganze Karia-Anwesen, aber... Wir könnten noch Wie gesagt, ich müsste eigentlich... Ich die mal machen. Ja, das ist ja auch nicht so unfassbar spannend. Da ist ja eigentlich auch nix. So, was willst du jetzt hier eigentlich in den Tempelviertel eigentlich überhaupt noch machen? Die Mobs umhauen und das Loot holen. Also, das gleiche wie immer. Arr, jetzt weiß ich, warum ich 16 Stärke brauche, um die Axt führen zu können, die auf meiner Offhand liegt. Oh Gott, eine Blume. Obwohl ich glaube, der Effekt funktioniert trotzdem, ob ich das Ding führen kann oder nicht. Du stirbst hier zu Kackpflanze. Oh. Du machst halt gar keinen Schaden. Warte mal gern. War das gut? Aua. No! Dann hat die nicht gerettet, dass die Scheißpflanze umkippt. Oh Mann! Hallo. Wo seid ihr auch noch? Das ist schon. Das ist schon wehtuende Dummheit. Oh Mann. Ja. Okay, außer diesen dein Groll gegen diverse Pflanzen, die hier irgendwie rumwohnen, gibt es hier noch irgendwas, was sich tatsächlich lohnt zu töten? Es gibt noch eine Kiste oder zu plündern. Also, es gibt auf jeden Fall noch Loot hier. Ich weiß noch nicht mehr, was es war. Aber wir können auch einfach durchlaufen, das Loot holen. Ich mag immer gerne alle Gegner töten, aber du willst es offensichtlich nicht, höre ich daraus. Ja, es dauert halt ewig und das bringt es halt irgendwie relativ repetitiv, ne? Vor allem, weil. Das stimmt, diese Pflanzen. Die meisten sind Gegner. Die spaßigsten Gegner. Die interaktivsten. Wie haust du denn die ganze Zeit auf die Goschen und werden sich so semi? Ja, sie vergiften dich halt, was halt ihre Vorstellung von Wehren ist. Das ist halt irgendwie. Ja, und diesen hässlichen Zauberspell da. Ja, Zauberspell, sehr gut. Gehirn, gut gelöst. Zauberspell, ja, das ist auf jeden Fall ein gutes deutsches Wort. Aber hey, ich krieg den Buff von dieser Axt auf, wenn ich sie nicht tragen kann. Nice. Ich krachse hier gerade auf den Ruinen rum und guck gerade, ob es noch was Schönes gibt, aber eigentlich... Wie wär's mit der Kiste hier? Außer so ein paar Typen mit groß... Diese Kiste? Moment. Oder über die... Hast du dich mit der schon mal... ...beschäftigt? Eine blaue Waffe, mein. Das ist nicht so schlecht. Eine blaue Waffe. Also, blaue... Das ging die... Seltenheit. Eisiges Beil. Kann ich nicht tragen, weil braucht 16 Geschicklichkeit. Diese als eisige Nebelkante Waffe ist angeblich ein Drachenschupf aus starken Frost. Aha. Ja, die sind nervig. Jetzt vor allem, wenn die von der Fraktion Salto sind. Ja, noch mit Rosen. Gut, jetzt weiß ich nicht, ob so, da haben wir hier eine Drachenschuppe geplündert. Was, Drachenschuppe? Ja, das glaube ich. Ne, das eisige Beil ist angeblich eine Drachenschuppe, stand in der Beschreibung. Ah. Okay, dann. Da hinten ist, noch so ein Albinaurik. Chef. Noch mehrere Albinauriks. Okay. Wo war denn eigentlich diese. Irgendwo gab es doch noch diese Insel, wo die Portale waren. Ja. Oder war das weiter oben? Hallo? Wie viel Magie kann eine Pflanze zaubern? Oh, eine Menge. Alter. Hallo? Das hört doch nicht auf, ne?
Oh. Brauchst du Hilfe? Nö, also ich baue hier gerade die Typen um und guck dann mich hier weiter um, ob hier noch irgendwas Lustiges ist. Also, wenn du Pflanzen suchen würdest, ich hätte ein paar. Ich habe tatsächlich auch schon. Ich hab gute Vorstellung, wo man welche findet. Drei erwischt gerade wieder von den widerlichen. Also, wenn du vielleicht irgendwie so einen Spaten nimmst, könntest du ein bisschen was umtopfen und dann. Ne? Möglich, ja, möglich. Hier ist auf jeden Fall ein 200 Seelenschädel. Oh, guck mal, hier sind noch Deppenlilien, okay. Mich fällt das hier? Nee, das ist. Ich dachte, irgendwie hier wäre mehr gewesen. Ich hätte so im Kopf, dass hier so zwei Items liegen. Ja, es ist. Ich glaube, der Ort hat einfach nur deswegen einen Namen. Weil dann Feuer oder damit. Ja, und weil es sonst zu viel leer war und die mussten sich halt irgendwie ausdenken, was muss es hier noch geben. Ja, gut, dann ans Festland, an der West. Ja. Genau. Die West Coast. Und da dann irgendwo hoch. Da müsste ja noch zumindest noch so ein komischer Magieturm rumstehen. Ich werde mal kurz rasten nochmal, dann kriege ich meine ganzen Estus wieder, die ich hier gerade verballert habe. Na, ich habe keine verbraucht. Ich habe mir einen Regenerationsspell gegeben und den Rest mit wieder aufgefülltem Mana gemacht. Hey, eine Mücke. Das ja, jage sie, sie sind wichtig. Ist jetzt unterhalb des Erdenbaums. Was ist denn hier links noch? Aha. Weiß nicht. Gar nichts. Gehen wir kurz hin. So lustige Sonnenblumen, aber nichts von Wert. Hier sind noch mehr Okten. Okten. Ja, stimmt, das ist noch einer. Falls wir noch einen Hut haben wollten, könnten wir jetzt noch maximal loslegen. Da ist noch so ein mächtiger Albinaurik. Ah ne, das sind Erdenbaum. Oh nein. Wachdödler, die hier rumstehen. Ja gut, die rum ich nicht. Hey, jetzt noch eine. Oh nein. Ah, hier ist noch eine Höhle. Eine Höhle? Eine Höhle? Ich eile, ich fliege. Aber müsst ihr eigentlich gar nicht. Weil du könntest da reingehen, den Wegpunkt machen. Ich könnte aber zum Wegpunkt reisen. Hier ist noch eine Höhle. Wo war das hier? Das? Ich dachte ja vorhin, diesen Tunnel, den wir als letzter erkundet haben, dass das Ding war. Aber der Tunnel, der nach oben führt, das war der, wo dann. Da sind so Kristalle drin und da stehen mehrere so eine Magier. Und einer davon hat auch diesen dummen Laserstrahl des Todes. Meine ich mich zu erinnern. Aha. Die war hier auch noch. Sieht aus wie Schwerttanz. Oh, nice. Hat auch keine Ahnung, dass hier noch nichts versteckt hier wieder. Ja, mein, das hat so ein Höhlenmarker-Ding. Das ist so cool gerade. Die hauen wir ganz schön aufs Fressbrett. Hallo. Möchtest du einen Regenerationszauberspruch haben? Sehr gerne, wenn sie einen haben. Mal hier. Ganz nice. Hui. Was? Da gibt's doch noch bessere Heilzauber. Das hat wahrscheinlich noch bestimmt. So einen großen Heal. Ich hatte dann komplett voll halt. Aber. Ja, also vielleicht einfach effektiver. Naja. Oder ein Buff, der dich stärker macht. Ja, Jan hatte so ein ganzes Buff-Arsenal. Bevor wir in den Bossfight sind, hat er immer eine Mana-Bar mehr gebufft. Und dann hatte man irgendwie mehr Angriff, mehr Verteidigung, diesen komischen Heal und noch irgend so ein Shit. War echt ganz cool, muss ich sagen. Ja. Aber gut, dass du diese Tür öffnen kannst, weil ich konnte es Jan nicht. Jan hat genau den FIA-Quest nicht gemacht, also konnte den nicht sauber abschließen. Und da er Glauben gespielt hat, hat er die fetten Glaubensspells, die legendären, nicht bekommen. Das war auch eine ziemliche Tragödie, ehrlich gesagt. Das wäre schon irgendwie nervig, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Deswegen würde ich den gerne machen, weil diese Glaubensspells würde ich ja gerne mal ausprobieren. Ding eigentlich ziemlich cool. Ach, der. Hallo. Ja, es sind wieder unsere besten Freunde von der Mafia. Hm. Ich glaub, das sieht immer so lächerlich aus, wenn so. Ja. Einäut. Hier muss man durchrennen für die Tür? Ich glaub nicht, aber hier gibt's glaube ich unsichtbare Wände. Bin ziemlich sicher, ja. Oh ja. Richtig Kopf noch gehabt. Ich meine nämlich auch an diesen Ort zu erinnern. Hier ist das ist eine weitere Lilie oder so? Nee, jetzt hier noch mehr unsichtbare okay. Wände, das könnte nämlich auch sein. Hier geht's auf jeden Fall erstmal nach unten.
So, und hier ist natürlich Ende. Ah nein, doch nicht. Es geht weiter. Oh. Hier ist noch eine Lilie. Noch eine Sackgasse. Und noch eine unsichtbare Wand. Oh, hier ist schon die Tür. Ist eine ein Wurzelharz. Hier geht's runter. Wir wollen, das ist doch nicht alles, oder? Lass uns nochmal hochgehen. Wir können doch schnell den Boss machen, uns reporten und dann nochmal normal durchlaufen. Das geht natürlich auch. Ja, ist einfach, glaube ich. Okay. Das war hinter auch hinter zwei unsichtbaren Wänden versteckt, das Ding. Aber da kommt man bestimmt irgendwas. Was ist denn diesmal? Oh nein! Necke! Au. Darauf falle ich nicht rein, du Drecksvieh! Und ich kann schon tanky. Siehst du irgendwo ein auffälliges Leuchten? Warte nicht, ne, aber ich habe auch den Manku hier bei mir. Hat man da irgendwelche Chancen zu besiegen? Ich meine, die erste Verstecke will wahrscheinlich einfach nur einen neuen rufen, oder? Hier ist ein Leuchten. Ja, dann. So, wie habe ich die Schnecke auch als. Habe ich die. Als weniger tanky in Erinnerung? Hä, warum teleportiert sie jetzt bei dir nicht weg? Jetzt steht die ganze Zeit immer auf der Was Schnecke. Was ist das für eine Frechheit? Mächtige Schnecke. Ja, bei dem Kampf, da bin ich ja nicht eine Sekunde drauf reingefallen, ne? Das ist. Ich meine, der Boss heißt auch Geistung vor Schnecke und dann steht ein Geist vor dir. Also da muss man jetzt, glaube ich, kein Genius sein, um drauf zu kommen, was da der Trick ist. Hier, das Elend gibt es nochmal in so einer Schneehöhle, da ist es nicht so einfach. Da bin ich die ganze Zeit rumgerannt und habe gedacht, wo ist sie denn jetzt? Wo ist sie denn jetzt? Gibt doch Aber nein, du musst wirklich die Viecher umhauen. Im Schnee gibt es doch eine Höhle, wo so drei Bosse hintereinander kommen und dann kommt es die als letztes dann die Schnecke. Hm, genau, da dachte ich auch, das ist Vieh ist da ja irgendwo, ich finde die! Ich bin natürlich links und rechts in diese scheiß Höhle gelaufen, aber sie war nicht da! Da habe ich dann auch elendig geflucht. Au. Alter. Schwindelstein 3, hey, cool. Achso. Ja, so Festus, also diese. So ganz finde ich diese Dinger immer noch, diese Clown-Waffen nicht so gut. Das. Wie viel Schaden die mit ihren komischen geworfenen Steinen machen? Ja. Hier noch irgendwas? Nee, gell? Ah, doch. Doch. Ich stehe jetzt hier. Ey, ich hab gesehen, dass du da. Dass du auf mich wartest. Sonst noch hier, ja. Menschenknochensplitter, was hier? Stab des Wachers, okay, was ist das? Leuniger? Nee, ist es nicht? Ist eine gigantische Waffe. Ein 34 Stärke. Ein großer Steinstab mit Schimmerstein, Vorzugwaffe der Wachhund. Ach, das ist diese Wachhundwaffe. Ah. All den Jahren vielen Schlachten konnten niemals die Wachhunde aus den Katakomben vertreiben, angeblich gehorchen sogar wichtig im Befehlen. Zorn des Prälaten. Au. Oh, Falle? Hier ist ja, ich bin gerade. Du schaffst es immer sehr gut, diesen Druckplatten zu entkommen, ich renne jedes Mal rein. Das ist aber auch richtiger Troll, diese Bude hier, ne? Da rennst du den kompletten Weg hier. Ist noch eine Lilie, wenn du willst. Da in der Ecke. Hab ich die nicht schon? Ach so. Hier waren zwei, glaube ich. Ja, hier war wieder eine Illuwand. Wo? Ist hier Illuwand. Ne, das hier war auch eine Illuwand. Das ist hier Illuwandhausen. Da wäre ich ja beinahe auf den guten alten Wichter an den Seitentrick reingefallen. Gibt es hier vielleicht noch den guten alten Wichter an der Wandtrick? Wichter an der Decke. Und Teleportfalle. Nö. Asche Soldaten von Raya Lucaria. Oh. Ganz schön viel Aschen hier. Ich glaube, in diesen Katakomben gibt es immer Aschen. Ich glaube, die. Für uns ist auch nicht so ganz erheblich. Willst hin? Achso, du rollst hier gerade. Das weiß ja nicht, das ist. Ja, aber das ist doch spätestens jetzt hättest du gemerkt. Moment mal, ich hab doch einen Hebel gezogen. Wo ist meine Tür? Das ist so schlimm, wenn du weißt, dass es Illuwände gibt, dann kannst du aber keiner Wand mehr. Kannst du keiner Wand mehr trauen. Nee, das war ich. Ja, aber ich glaube, wir haben hier alles in dieser lustigen Höhle. Ja. Klebt doch ein riesengroßer Pfeil im Nacken. Was bringt das eigentlich, die Dinger hier zu benutzen? Die gehen gar nicht hier, oder?
Nee, nee, nothing interesting happens. Also ich glaube, sie sind per Mod deaktiviert worden. Was ist hier noch? Das wäre wär wieder typisch Dark Souls, wenn ich jetzt hier noch ein Item hinter diesem großen Grab hier liegen würde, aber tut's nicht. Dem war nicht so. Eine Herber war da noch. Könnten ja auch einfach mal... Herber ist sau wichtig. Ja, ich hab sie auch mitgenommen. Aha, da. Und die kann man halt irgendwie nirgends so richtig farmen, weil die wachsen immer so einzeln. Kann man diese blutstillenden bzw. Anti-Blutflug-Body eigentlich irgendwo kaufen? Anti-Blutflug? Du meinst Anti... Naja, Dings hier. Scharlachfeuer. Ja, ja. Ja. Bei den Händlern Dings gibt's immer so ein paar. Bei den Händlern im... In Kerlitz gibt's immer so ein paar, die man da holen kann. Man kann die auch irgendwann craften mit irgendeinem... Dynet. Das will ich ja gerade nicht. Weil das Craften braucht Herber und Herber ist Mangelware, my Lord. Ich dachte, die brauchen diese Kastanien. Ich kann irgendwo oder so. Ne, wir können aktuell nur die blutstillenden Boli bauen. Aber hier, die neutralisierenden Boli brauchen auch Herber, genau wie die blutstillenden Boli. Wir haben aktuell 36 Herber gelootet. Ich habe bestimmt das 3. Ich habe zum Beispiel 303 Roverfrucht. Die Herber habe ich, jetzt muss ich auch gucken. Echt? Meinst du? Wo ist denn das ich hab 105 Pilze. Ja, bei 97. Ach, die Boli brauchen das. Was? Mhm. Kann ja aber droppen, theoretisch. Wie? Nein, muss nicht. Ja, hier sind sogar zwei. Keine Ahnung. Ja, oder ich nehme die einfach nicht wahr. Das Triple Wurzel hat. Ich finde die auch sehr stealthy, muss ich sagen, für so ein Gemüse, was hier rumsteht. Hey, ist ja ein Feuer, das wusste ich gar nicht. Die sind halt grün. Ja, das ist wahrscheinlich eine Hymne des Künstlers. Edgar, nee. Grüß dich. Hey, hallo. Edgar, das ist der Quest. Kennen wir ihn? Das ist der Typ, der aus der Festung. Festung Morn. Aus der Festung. Das ist Edgar gewesen. Au. Alter! Cool bleiben, okay. Edgar? Ach so, den ich schon vorher töten wollte. Ja, genau, das ist der. Und wo du dagegen warst. Ja, weil ich wusste nicht, dass dann haben wir jetzt. So dann haben wir jetzt dann. Hey, die Schabriri-Traure! Ach! Let's go. Ach, na, dann können wir gleich mal zu ihr hoch wieder. Ja, achso, ja, wollt ihr auch die Leute töten oder nicht, die daran schuld sind? Ah, nee, das war der andere. Ja, das war Haus Haslo, der Weg ist mit Blut gezeichnet. Mach ich noch ein bisschen ja, denn, dann? Ja, wir können doch direkt wieder herporten. Hier ist dann gleich direkt ein Blickpunkt. Und dann habe ich diesen Code noch rein, dann können wir hochbauen. So. Dann, die war bei der Brücke zur Torstadt. Genau. Gibt noch irgendwo diesen wahnsinnigen Weig, diesen finsteren... Wahnsinnsritter mit dem Wahnsinnsspeer, den gibt's irgendwo da noch oben. Der hat, glaube ich, auch noch eine. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie noch eine vierte will. Das sehen wir gleich. Ja, bei mir war Edgar halt schon tot, weil ich habe das ein bisschen mit der Quest gegen Baum gefahren. Ja, ach so, ich wusste jetzt auch nicht. Ich habe den auch, da muss ich sagen, völlig vergessen, dass der ja noch da ist. So, einen schon. Was sind menschliche Augen? Das ist wirklich, sind das nicht Augen? Das sind menschliche Augen? Soll ich dir das sagen, dass das menschliche Augen sind? Ah, immer ran da. Ich sag dir das. Sie wild am Kotzen und Bürgen. Sorry, don't mind me. I apologize. I'll be fine. I apologize. Mach mal schneller! Hier, das wird dich dazu bewegen. Oh fuck. Man kann sie nicht töten? Okay, ich höre schon auf. Du machst Job, das ist ja okay. So, bei mir hat. War nicht so gemeint. Ich dachte, das ist mit Absicht, dass du sie mit heiligem Feuer verbrennen möchtest. Wo waren wir? Revengers Hütte. Revengers Check. Das ist auch irgendwie ein Ort, der irgendwo in Mittelamerika rumzufinden ist. Den habe ich auch. Keine Ahnung. Da habe ich mich auch wirklich nicht mehr daran erinnert, dass es den gibt. Oder dass es diesen Edgar-Quest hier gibt. Also ich glaube nicht, dass ich den beim letzten Mal gefunden hatte. Ja, es ist ja auch irgendwie nicht so richtig eine Quest, ne? Er meint, du wirst halt von seiner Tochter geschickt, in die Burg, um ihn zu retten. Dann kommt er zurück, Tochter tot. Alles scheiße. Wow. Und jetzt haben wir ihn irgendwie umgehauen. Wir hätten ihn halt schon vorher töten können. Und
Ich meine, die Helleparde 7 wäre halt zu dem Zeitpunkt bei der Insel der Tränen irgendwie so halbwegs gut gewesen, aber jetzt ist die aber dann so. Hättest du doch die Shabiri-Traube nicht bekommen, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es ja auch mehr. Vielleicht ist es wie mit den. So, das weiß ich gar nicht. In Bloodborne gibt es so eine Nabelschnüre. Und du brauchst 3 Stück für das alternative Ende. Hm? Aber es gibt 4. Okay, das heißt, du kannst quasi für den Fall, dass du nicht. Und bist immer noch ein. Okay, okay. Du, es müsste hier doch noch irgendwo so ein Feuer sein. Ostufer von Leonia. Welches Seeufer? Das ist da vorne. Ist das, das wir schon haben? Nee. Hier ist auf jeden Fall noch ein witziges Wurzelgefängnis. Oh ja, das kann man auch noch schnell machen. Wurzelgefängnis. Das Wurzelbär. Des Kuckucks. Ja. Auf zum Wurzelgefängnis. Ich habe zugestimmt. Naja, das kann nicht gehen. Warte mal, bevor du drehst nicht so nah. Naja, ist schon zu spät. Okay. Ich habe doch hier noch diesen. Wir wollen das ja vernünftig vorbereiten, ne? Ach du Scheiße! Karianischer Ritter. So habe ich das Gefühl, dass er blitzempfindlich ist. Er scheint auch feuerempfindlich zu sein, wenn ich mir die Damage so anschaue. Ja, da ist mein Mana alle. Ich erlöse ihn mal. Großschwertphalanx. Okay. Hört, hört, hört. Ja, schön. Aber jetzt, sagen wir mal, nicht so schwierig. Hätte jetzt. Ja. Die sind jetzt auch knusprig. Härter sein können. Mehr erwartet. Ja. Kannst diese komischen Steinwürmer noch töten, wenn die langweilig ist. Ja, machst du gerade schon. Ja, das dauert zum Glück überhaupt nicht ewig. Ich glaube, sie würden sich auch theoretisch wehren, wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen würde. Können, glaube ich, so in so, in so einen Kreis formieren und dann fliegen sie in die Luft oder so. So, was ist da vorne noch bei dieser Insel? Hier sind singende die Sirene ist da. Dingens, die eventuell eine große Rune 6 droppt. Die brauchen wir. Wenn wir Glück haben und mich das Vieh nicht vorher frisst. Oh, ich habe mein Schild zweihändig. Au, au. Absitzen. Sie hat in der Tat bei mir eine große Rune 6 gedroppt. Ja, bei mir auch. Alter. Oh nein. Wo sterbe ich daran? Ach, fick dich doch, du Scheißfee! Ah! Und er starb daran. Ja. Das heißt, du kannst das Vieh gleich nochmal umbringen. Positioniere ich schon mal günstig. Ja, für mich hat ein so. Das hasse ich, das ist die Gegner, die dich greifen können. Das ist jedes Mal das gleiche. Ah, kannst du antanken und ich mach den großen Flambierer 2000. Ja, ich muss mal wieder anreiten hier. Ja. Klingt auf jeden Fall. Tief hier runter. A land far away. Ja, sie singen irgendwie von diesem Land hier. Anscheinend ist die Gnade eine invasive Spezies. Wo genau ich diese Lore hätte erfahren sollen, habe ich auch noch nicht rausgefunden. Hm? Ich habe jetzt so einige Sachen schon gelesen, die man irgendwie hätte erfahren können, aber keine Ahnung wo und welche Itembeschreibung das stand. Gnade klingt jetzt nicht besonders böse oder invasiv. Also ist der Name vielleicht fragwürdig gewählt. Ja, darum geht's ja. Dass die Gnade ist in Wirklichkeit böse. Oder weiß ich nicht, ob es wirklich ist. Mal, ich mach hier Stuff dann. Achso, dann könnte ich aber dieses Schild. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Irgendwie bei mir passieren gerade Dinge. Ich hoffe, ich rolle noch durch die Gegend. Ich habe wieder das, was ich neulich auch hatte, wo der Bildschirm kurz schwarz war. Ja, du rollst durch die Gegend. Sind auch alle tot. Ja, das mache ich tatsächlich mit Absicht. Ich sehe halt bloß gerade nichts. Jetzt hat sich das nach einer Zeit aufgefangen. Ich wüsste ja gerne, warum das passiert. Haben wir es denn nochmal wieder? Hast du was mit dem Grafiktreiber? Das finde ich nicht gut. Du bist safe jetzt und ich habe auch das Vieh gekillt und hier ist noch ein Adernblatt. Ja, gut, da kann ich ja mal ein bisschen runtertappen. Lieber Stream. Achso, ich muss einfach nur reintappen, dann geht's wieder. Das ist ja interessant. Achso, ich glaube, das liegt doch wieder an meinem Browser, der Absturz, weil der ist nämlich. Der war nämlich kurz an und wieder aus und dann ging's wieder. Kack, Fledermäuse. So. Schluss jetzt. Hey, goldene Rune 5, nice. So, Oh, nice.
So, lieber Stream-Chat, ist der Stream noch flüssig? Weil mein Vorschaubild ist eingefroren. Ah, das muss ja nichts bedeuten. Ich glaube, letztes Mal ging es dann auch ganz normal weiter. Also irgendwie in letzter Zeit macht hier irgendwie die Technik mir immer wieder Probleme. Das gefällt mir gar nicht. Was soll denn das? Ja. Wo ist denn jetzt jemand fertig? Ach, Mann, ey. Was ist denn das hier für ein... Jetzt kann ich nicht richtig reintappen. Ich habe jetzt dieses Ding, wo du unten die Taskleiste noch hast. Ach, ey. Das ist nervig, kenn ich. Stream läuft gut. Na gut, dann lassen wir das so. Oh, guck mal hier. Hello, boy. Hey. Was hast du denn diesmal schon wieder Schönes gefunden? Hier war so ein weißer Geist. Hier ist einfach eine Harbor. Da. Den wollte ich haben. Ah. Gibt's doch erstaunlich viele von diesen Mana-Viechern. Ich hau mal eben eins um, ich brauche ihn mal. Mana, Mana. Schnell. Kann ich eigentlich vom Pferd den... Oh ja, doch, kann ich. Ich kann hier die mobile Ambulanz machen. Ambulanz. Nein. Der Pferdemedic. So. Ja. Hier hast du schon wieder eine Herbe übersehen oben. Guckst, deswegen habe ich mehr. Anyway, Nee, die habe ich gefunden. Hast du gefunden, okay. Na gut, dann warst du es. Wir müssten hier irgendwo am... Aber ein bisschen... Ja, wo müsste hier, wie gesagt, noch eine Höhle sein? Aber ja, so in der groben Region. Da hier war Captain Dragon. Wahrscheinlich irgendwo hier links an der Küste. Dragon ist aber tot. Ah ja, richtig, ich erinnere mich. Wir haben ihn zu Fall gebracht. Ey, das ist der Magier, ist noch hier. Der, ey, guck mal, mit, den, heiligen Hirzen. Der hier tot lag, der Magier, ist wieder da. Wie? War der Kontaktmann. Wie, vom, der lebte? Vom Typen. Der lebte jetzt gerade. Ja, aber... Jetzt ja nicht mehr anscheinend, aber... Nee, das war ich, sorry. Ja, aber, hä? Aber hat der vorher auch gelebt und hat nur geschlafen? Ich glaub nicht. Da vorne ist sich eine Nebelwand. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, die, ja. Du hast schon mal die ganzen armen Beatles hier aufgeschreckt. Sorry, tut mir leid. Beatles. Ich würde mal kurz am Feuer rasten und kurz pissen gehen. Ja, mach das. Dann kann ich mir ja kurz mit meinen rauskriegen, was hier jetzt schon wieder schiefgelaufen ist. Ein bisschen im Taskmanager rumklicken oder so. Yes, you can. Das mache ich aber wieder gern. Können wir weitermachen. Wo ist der? Ja. Weiß ich, glaube, check. Wie du schon. Oh, schon wieder leveln kannst. Ach, 30 Glauben. Blume? Ja. Bei Blumen. Sprießendes Höhlenmoos. So, und das ist jetzt, glaube ich, die nervige Höhle des Nervigkeit. Der ist Nervigkeit. Warten. Ja, die mit dem Magieattentat. Au. Ich kann aber Runenbögen droppen. Aber warum willst du denn Runenbögen droppen? Achso, die könnten wir eigentlich anfangen zu spammen, wenn wir genug haben. Was kriegst du am ersten jetzt? Wenn ich stirb. Ja, ich. Das Spam ist jetzt gut gesagt. Ich habe 3 Stück, ich benutze da nochmal einen. Bing! Na gut, dann muss ich das aber auch machen, sonst bin ich schwach. Oh, fuck. Oh. Der Arme. Na, aktuell haben wir ja sowieso nur die Gottrick-Rune. Das ist noch so ein Magier. Hier ist noch ein Item in der Ecke. Achso. Also, Mana-Kosten des Consumable, oh Gott, so viele Magier hier sind. Na, 3, aber die können zum Glück alle nicht die großen Zaubersprüche. Na, nur die Gammel. Finger. Obwohl die einen auch fies Zeug in den Rücken hauen kann, wenn man einfach durchrennt. Oh. Der, warte, genau, der kann mit dem Laser. Jetzt nicht mehr. Meine ich. Alter Glühwürmer. Das ist doch ein Seitengang. Und? Oh ja. Wer wohnt hier? Okay, ein Typ in einem Käfig. Falle.
Ja. Was hat er denn? Mal machen. Ja, das müssen wir nicht kaufen. Dafür, dass wir bis jetzt noch gar keinen gekauft haben von den Steinverschlüsseln? Wir haben jetzt effektiv einen Plus gemacht durch diese Höhle, weil ich habe einen verbraucht, habe meinen zurück und du hast einen... einen gewonnen hier gerade. Das war jetzt das. Jetzt weiß der nicht mehr, wo wir herkommen, da wir fünfmal im Kreis gelaufen sind. Aber vermutlich haben wir hierher... oder? Did we? No, we didn't. Ja. Ah, hier ist eine Tür. Hallo? Na, hier, wo die Laterne hängt, oder nicht? Hm? Ach ja, da bist du schon durch, okay. Ja. Ich hatte gerade kurz eine Sekunde aufs Handy geguckt. Oh, da ist ein großer Magier. Ach, das ist die Höhle. Überraschung. Oh, jetzt ein bisschen overkill jetzt hier. Also, super ist das. Ja, wenn man nur Nahkampf hat, ist der erstaunlich schwer zu töten. Ich kann mich wieder erinnern, der Bossfight hier war gegen drei Kristallianer. Deine Lieblingsfreunde, ha? Hier ist eine Kiste. Oh. Und Magier, der anscheinend gegen den Boden soll. Oh, na gut. Da hätten wir zumindest den Runenbogen wieder raus. Das ist die Frage, wie man da hochkommt. Zu dem. Ich glaube durch den Boss leer. Sicher? Okay, dann machen wir das. Oder? Nee, absolut nicht, aber... das ist ja schon... warte mal, bevor wir hier loslegen, gibt es hier noch geil. Was. Geil. Ja, was denn besonders gut gegen die Typen? Wahrscheinlich Agiles Flamme, oder? Ich hau mir mal so ein Dings rein und Agile... ja, einfach nur... Einfach nur Poise-Breaken ist irgendwas. Also ich würde die jetzt mit Weapon-Art so lange hauen, bis sie keinen Bock mehr haben. Ja, das klingt gut, dann mach das mal. Okay, let's go. Und den Speertypen hat letztes... oh ne, ich glaube der Magier-Typ am... nee. Ach nee, das ist der andere. Okay, das ist denn das... ja, mit, ja, dem, mit dem Speer. Dann... ich weiß gar nicht. Ja, aber der Magier ist nämlich relativ... also dafür, dass es... durch jede Rüstung durch... der macht den Laser. Oder auch nicht. Naja. So, dann hat der sich jetzt, glaube ich, auch schon erledigt. Na, noch nicht ganz, aber ja. Ich finde es ein bisschen dreist, dass die Typen weiter zurückfallen, als sie von mir, als ich hinterher springen kann. Mit meinen normalen Attacken. Ah, das Ding. Au. Ah ja. Ja, wenn man nicht mehr so unverwundbar ist, dann ist es gar nicht mehr so lustig, mein lieber Magier, wa? Na gut, war jetzt doch, das ganze Ding gibt es auf jeden Fall nochmal mit 3, ich bin mir sicher. Mhm. Oh, Aufzug. Okay, dann kommen wir jetzt nach oben. Der fährt jetzt vor den... ja. Ich weiß gar nicht, ob es da oben noch was gab, aber das gibt mir die Gelegenheit, kurz auf mein Handy zu gucken. Ich habe auch eine Nachricht bekommen. Der fährt auf jeden Fall sehr schnell, auch dieser Aufzug. Der fährt aber auch wenigstens lange. Ja, der muss ja von ganz unten, ne? Ach, ist doch eine Leiter. Den Fahrstuhl auch noch 3 Meter weiter bauen können. Ey, let's go. Und? Was ja, gab's hier? Ka. What? Das ist ein Feld, wo du Buff hast gegen viele Sachen. Mal von hier sieht man den Mount Gelmir. Da sieht man die Mauer von der Hauptstadt. Ja. Tatsächlich die große Renala. Das ist das Wetter, also gerade. Ja, man kann trotzdem nicht überspringen, aber irgendwie das Wetter ist gerade auch ungünstig schlecht und das ist immer so. Ja, das ist halt irgendwie voll die Verarsche, ne? Das ist halt die ganze Zeit heißt, ja, Rayo Kai, da kommst du nur mit dem besonderen Schlüssel rein und hier und da und Dings. Und dann irgendwie...
Ja, hast du halt diesen komischen Trollololol-Dingsbums. Was passiert, wenn ich hier springe? Fährt das Ding denn weg? Und nee, du fährst relativ zu dem Ding. Was physikalisch nicht gut korrekt ist. Zumindest nicht in diesen hier. Der fährt so schnell, du müsstest eigentlich dann 80 Meter in der Luft sein. Ja. Der fährt auf jeden Fall schneller als 9,81 Meter die Sekunde oder was auch immer die Gravitation ist. Ja. Ein Newton. Okay. Das wissen wir trotzdem nicht, wie wir da hochkommen an dieser einen Ecke, oder? Let's find out. So. Da gab es hier irgendeinen. Oder gibt es hier irgendwo noch eine Illuwand? Geht man rein. Oh. Also hier kann man, glaube ich, nicht hochspringen einfach. Ja, denn vielleicht draußen in der großen Haupthöhle gibt es vielleicht noch eine lustige Wand, Seitengang, irgendwas? Hier was dahinter? Nee. Ich meine, noch einen zurück. Hier müsste ja theoretisch irgendwo hier. Ja. Ich gehe mal links rum. Oh, das geht einfach gar nicht. Doch, doch, da kommt man hin. Vergessen wie. Das weißt du. Ja, Jan hatte das damals gefunden, das Rätsel. Ach, der Jan. Hm. Na, hier bei der Höhle mit dem Käfig gab es auf jeden Fall nichts. Hm. Du hast noch einen Gegner gefunden, so wie es aussieht. Nee. Nicht? Aber ich habe gerade Mana bekommen. Nee, nee. Kein Gegner. Ja, boah, da lag auch nichts, oder? Das wäre jetzt echt total für den Fuß. Oh, hier gibt es auch einen Gegenstand. Guck, oh, Schimmersteinkristalle. Oh ja, die habe ich schon immer gebraucht, wollte in meinem Leben. Okay, ich muss das kurz googeln, ich will es wissen. Crystal Cave. Ah ja, also doch eine Illusionswand. Und wo? Nach der Tür. Nach der Tür. So. Das wird okay. Deal with the large group of problems, bla bla bla. Head through the archway to reach a dead end where another sorcerer takes you from a rock ledge. Eliminate the threat and. Okay, then head back through the stone arch. Check the vault to your right, which was on your left as you approach the guards. Fuck, ich bin zum falschen Dings gelaufen. So, to your left when you approach. Also hier? Ah, nicht hier wahrscheinlich, oder? Wo das Moos ist? Ah! Ach, hier ist noch eine Kiste. Oh, eine Kiste. Was ist da wohl los? Schau mal an. Okay, ist das ein Kristallstab? Ist das eine Waffe oder ein Beschleuniger? Beschleuniger, glaube ich. Zauberskalierung 60, oh. Verstärkt Kristallianer-Zauberer, 48 Weisheit, was? Weiß ich nicht. Was sind der Kristallianer-Zauberer? Diese Kristall, also was die Typen da gerade gemacht haben, diesen AOE da um sich rum. Diese blauen Kristallzauber. Was ist denn das Kristallianer-Zauber? Na gut, dann haben wir es jetzt aber hier hinter uns gebracht. Nice, ja, dann rausporten wir. Ja. Wenn wir genau zur Kristallhöhle und dann einfach... Ja. Können einfach rauslaufen. Brauche ich nicht. Können wir da die links die Seite noch weiter einfach? Hier sind die Waldrichtung. Auf jeden Fall habe ich noch wichtiges sprießendes Höhlenmoos. Ist ja auch total logisch, dass dieser Aufzug natürlich in der Wand von dem Ding selber ist, ne? Von dem Raya Lucaria. Ja, dann einfach Norden, nordwestlich. Hey, ist eine Gnade. Ah. An einem Baum. Kann ich denn leveln? Da hinten ist so ein. Warum sind die Kristallfelder? 1000. Ne, 500. Damals gefunden? 500. Absolut, keine Ahnung. Alles irgendwie ein bisschen untergegangen, das Gebiet hier in meiner Erinnerung.
Stufenaufstieg. Ach, hier sind wir so Kackreiter mit ihrem. Ihre Suppengrün. Ja, die will ich ignorieren. Suppengrün? Aber hier ist dann so ein Pavillon. Ist hier noch ein Schmiedestern 3. Aua. Hast du diese klingelnde Mistkerle? Ich find's vor allen Dingen dreist, wie sie mit ihrem Pferd einfach auf mich draufspringen. Warum macht das so viel Damage? Wenn ich das mache, passiert einfach gar nichts. Good Night ist, sie halten nur zwei Blitze aus. Und nochmal Blutrosen. Warum wachsen hier nicht so viele Blutrosen in diesem MacPom-Land hier? Das Mecklenburg. Oh, hier ist noch ein Kristall. Naja, ist das hier das Seenland oder nicht? Und was ist Mecklenburg-Vorpommern? Das Seenland. Ach, guck mal, da hinten sind noch mehr Sniper-Lobster. Bei mir sind noch Gegners. Echt? Ja. Du, kannst du sie nicht einfach ignorieren und so tun, als wären sie nicht da? Also könnte ich. Da würde ich noch gucken, ob hier noch ein bisschen was ist. Hier sind drei Trinas Linien, aber das ist nichts, was irgendwen wirklich beeindruckt. Das halt nicht reicht. Wie kommt man denn auf dieses Felsding drauf? Weil hier waren wir auch noch nicht. Felsdings? Du meinst da oben auf der, an der Küste? Also auf der anderen Seite? Neben uns. Nein, indem wir da von da oben lang reiten oder nicht. Ja, das ist doch einfach nur oben von Dings. Da können wir doch einfach von dem Siegelgefängnis, wo wir gerade waren, einfach weiterreiten. Ja, dann hinter. Das ist ja halt nur ein Cliff. Oberfrüchte, die sammeln wir auch an. Das sind Lobster, dein Lieblingsgegner. Hihi! Ja. So richtig viele. Jetzt ist schon wieder mein linker Bildschirm ausgegangen. Was ist denn das? Die schlafen hier auch. Alter, du bist echt tot. Jo. Du bist tot, oder? Ja. Naja, Luke Bent has died. Ja, Tragödie. Ich wusste nicht, dass hier 8 Stück von denen sind. Das ist ja völlig krank, diese Ecke. Die machen wir fertig. Ja, ich habe aber, falls ich das beruhigt. Was? Ich habe gerade eine neue Gnade gefunden. Gut, dann müssen wir da mal eben hinporten. Ach, das ist diese Glockentür. Ich weiß nicht, ja, das ist die raus. Glockentür mit da oben, genau, das war's. Ach, hier ist das. Ach, hier sind die Fegelungtür. Ja. Ich wusste doch, dass die irgendwie. Ich dachte, das war irgendwie eine Insel oder so. Hatte ich zumindest so im Kopf. So. Muss ich meine Seelen holen? Was war das? Was? Was? Wir sind gerade Unmengen grüne Partikel geflogen. Das gehört dazu. Lass dich nicht wieder von den super tollen Langusten kaputt schließen. Okay. Diese Langusten. Au. Au. Ich habe eine gekriegt auf Kopf. Ich gehe schon mal dabei die Quallen angucken oder so. Oder ich töte irgendwelche Schafe, die mir nichts getan haben. Flup, flup, flup. Das sind die Quals. Flup, flup, flup. Oh. Ja. Wo bist du? Achso, irgendwo noch weiter unten. Weiter gerade zu dir. Ist das hier so. Ist das so beschaulich hier? Und hier ist der erste kopflose Geister. Dings. Die konnten, glaube ich, voll viel zaubern, wenn ich mich recht besinne. Warum wir reden hier nicht in den Nahkampf? Finde ich wunderbare. Vielleicht werden wir den Baum hier. Ich hab doch wunderbare Blitze.
Ach ja, natürlich, weil er ein Geist ist, kann er sich natürlich wie alle Geister einfach durch die Gegend teleportieren. Geister, Geister! Ich finde das absolut nicht okay, dass er einfach despawnt, wenn ich gerade einen Blitz auf ihn werfen möchte. Ganz schön tanky. Das hat mich getroffen, wirklich. Jetzt fängt er an zu zaubern auf den letzten Meter oder was? Aua. Treff ihn nicht. Oh, jetzt habe ich endlich auf Flüge den großen Ziel gehauen, dass er umfällt. Ja, ey, guck mal, ich habe hier was. Hey, hat er keine Seelen gegeben? Oh. Geben die keine? Na gut, dann, dann rennen wir nur noch durch bei denen hier. Dann ist es ja richtig sinnvoll. Ja. Das bringt dir ja gar nichts. Hey, ist noch einer. Vielleicht ist auch der gleiche, wer weiß das schon. Die vier Glockentürme. So ist die Frage, welches war der... Also den Farum... Die können wir auch irgendwann einfach machen. Den Farum Azula würde ich jetzt nicht machen, weil diese Viecher sind einfach... übelsten Typen. Ja, wir haben, glaube ich, so... Ich glaube, wir haben sowieso nur einen Schlüssel, oder? Ja, nur einen magischen. Wo ist denn das Feuer hier, oder? Ja. Da. Hier oben, glaube ich, bin. Ich erinnere mich halt auch nicht. Ja, dann würden wir wahrscheinlich den... Doch, der Zauberwald, das doch irgendwie jetzt schon... kann man so wie sehen, welcher ist? Nö. Hier ist ein Typ mit Baum und Dings. Okay, ist... Ah ne, das hier ist einfach eine Truhe. Ach ne, wir haben also zwei magische Schatten. Wir haben nämlich einen schon woanders gefunden. Ja. Wo ich mich noch gewundert habe, dass wir den hatten. Weil ich, wo ich das erste Mal hier war, hatte ich nur einen. Mein... Das letzte Mal habe ich die auch nur von oben nach unten gemacht und war dann bei im Pharum Azula. Sollen wir das jetzt hier machen oder nicht? So, das hier... Kommt dann auch nicht wieder zurück. Spitze ja. Der Erwartung steht hier als Nachricht. Keine Ahnung. Ja, lass sie doch mal anders machen, oder? Ja, das ist das... Na, das ist einfach nur das Startgebiet. Das schaffen wir. Das ist einfach nur ein so ein Mobling. Den kriegen wir easy tot. Ja, gut dann. Ach so, wir haben ja mehrere. Wenn es das ist. Hey. Yeah, ich verbrauche ja meine gar nicht, oder? Ach so, ja gut, dann können wir alle machen. Dann haben wir ja vier. Warum also, aber sure. Da gab's aber irgendeinen Talisman, einen guten, glaube ich. Im Pharum Azula. Ah, das ist der Tod hier. Die Schmetterlinge da. Blauen. Man darf nicht auf diese Klippe laufen. Ach, das war da aber auch zwischendurch sehr gemimt, das Ding. Meme, Gobir. Ja. Heranwachsende Schmetterlinge. Gab's denn noch was? Alles nutzlos hier. Dann lass uns das Vieh umhauen. Alter, nein! Das ist behaupte ich jetzt einfach. Ey, verpflanzter Spross, ach so heißen die richtig. Also der Blitzritt war auf jeden Fall der Fund des Jahrhunderts. Also ich schmeiß gerade nur diese Feuerbälle. Ja. Monumentales Schwert, ein goldener Bestienschild, da kommt der. Ach, hier ist noch, gibt's hier nicht noch eine Träne? Ich meine, wenn da oben so eine riesengroße Marika-Statue ist. Ein Großschild. Ne, hier ist nix. Ja, Und dann weiter im Text hier. Hallo. Ich müsste mir eigentlich mal auf YouTube mal angucken, was passiert, wenn du den Boss am Anfang schaffst. Das geht ja. Irgendwie das bestimmt. Ist der hier, oder? Oder? Ja, das war der. Wir sind jetzt wieder zurück im Anfangsgebiet. Ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwas liegt. Weil eigentlich sind das ja immer nur so klitzekleine... Wir gucken uns kurz einen Ort an, Dinger, oder nicht? Ich glaube, hier war gar nichts mehr. Das ist relativ sinnfrei. Hm, hier geht's noch irgendwie hoch. Ah ja, doch, hier oben liegt noch ein Gegenstand. Und zwar ein...
Ach, hier ist der Sturmfalkenkönig. Hier kam der her. Der für Nephili. Hier ist noch eine Truhe mit. Hier ist eine. Asche Sturmfalken den. Sieht das wie ein NPC? Ist aber keiner? Nee, die bewegt sich doch ja. Kann mit der aber nicht interagieren. Nachlesen, mag der. Ist auch ein Geist hier. Warte mal ganz kurz, ich muss das testen. Okay. Hey, wo ist der Sturmfalkenkönig jetzt? Müsste der hier liegen? Nee, der liegt da oben auf der Treppe. Du musst außen hoch. Da ist so ein kleiner Gang und dann kannst du da. Ja, das ist ja interessant, tatsächlich. Hier ist wirklich so ein. Soll das wie ein darstellen? Angefangen scheint gegen meine Magie immun zu sein. Na, Webmarts. Der Sturmfalkenkönig, was ist da oben noch auf der Balustrade? Da gab es den Sturmfalken den ich noch nie beschworen habe, obwohl ich ihn gelevelt habe. Oh. Okay. Den kannst du jetzt ohne Nephili in die Hand drücken. Ja, check. Dann gehen wir zurück zum. Ja. Zum Vierglockenturm. Machen das nächste Ding. Before Belfries. Belfries, ja, wahrscheinlich wird so ausgesprochen, ne? Belfries sind ja keine Fritten. Nicht? Oh, schade. Ich hätte Lust auf Pommes. Na jetzt? Morgen gibt's Steak und Pommes bei den Eltern. Voll geil. Aha. So. Seit ich maulig dann müsste der nächste, glaube ich. Nach Staub schmeckende Pellkartoffeln haben will, gibt's jetzt immer Pommes dazu. Selber gemachte von der Mutter. Absolut nice. Nach Staub schmeckende. Ja, warum hat sie immer die Weichkochenden gekauft? Ja, die essen immer einfach nur Kartoffeln als Beilage, die halt keinerlei Würze oder sonstiges haben. Also einfach nur Kartoffeln gekocht. Muss die doch salzen. Ja, aber das machen die halt nett und es schmeckt halt furchtbar. Und selbst salzen ist es nicht besonders toll. Ich weiß nicht, warum man sowas freiwillig essen sollte. Ja, man kann mit Kartoffeln doch was machen. Man nutzt sie als Grundlage für die Soße oder so. Und dann, ja, so, ja, aber bei Steak ist ja keine Soße macht? Dabei. Das heißt, Blut, das da rausläuft. Ich meine, daran kannst du. Kannst du schwenken, aber. Nee, ja, das machst du ja. Das machst du ja nochmal so Tunko oder so. So ein anderer Ort. Ich hab nämlich keine Animation für dieses Portal hier, aber es. Was willst du bei Steak machen? Das grillst du kurz und packst es in den Backofen. Fertig ist. Also. Ach du Scheiße. Das könnte jetzt hart werden. Ja, witzig, dass das hier übrigens als Nokron zählt und eigentlich ist Nokron ja da oben. Ist einfach. Also wenn du hier reingehst, bist du auch maximal geflasht, wie fucking cool das hier ist. Ja, und vor allem voller Sterne. Wow. Bis auf die eine Stadt, die keine Sterne hat, weil Astel die Sterne geklaut hat. Das ist aber auch eine Sau, ey. Ja, habe ich mich beim ersten Mal schon gefragt, wie man hier hinkommt. Da kommt man einfach hin, indem man so ein Glockenturmportal nimmt. Das von allen Sachen wäre ich hier nicht drauf gekommen. Naja, diesen schmelzigen Ritter habe ich übrigens echt lange rumgeniedelt, weil die sich ja nicht staggern lassen. Und alleine war der irgendwie hart. Bis ich ihn, glaube ich, dann mit Dingens zugeworfen habe. Mit diesen Vulkantöpfen. Das ging dann so halbwegs. Einfach mit Töpfen beworfen. Bombenangriff. Ja. Sprengte Halskette gibt, glaube ich, Resistenz gegen alles ein bisschen. Ah ne, die robuste Immunität und den Fokus. Also nicht Resistenz gegen alles. Diese ganzen sekundären Dinger. Also gegen. Robustheit ist, glaube ich. Was war das nochmal? Nicht einfach. Achso, warte mal. Warte mal kurz schnell. Was es genau ausmacht, weiß ich auch nicht. Ich muss sagen, diesen gezielten Blitz habe ich noch nicht einmal benutzt. Benutze immer nur die Speere. Nee, das. Der gezielte Blitz macht doch weniger Schaden. Ui. Guter Damage, boy. Wir kriegen ihn wahrscheinlich mit der guten alten Straßentaktik wieder tot. Alter, fick dich, ich bin doch gerollt. Achtung. Was macht denn jetzt? Achso, ja. Ist auch ein Schmelztiegel-Spell. Ja, was? Kannst du mal kurz tanken, dann hau ich noch eine volle Rotation Drachen rein. Ja, perfekt. Das war aber diesmal der blaue Drache. Oh. Übergeflogen. War der blaue Drache, ja. Mist. Ich
hab's versucht zu blocken. Knappe Kiste. Ja, dank der Godric-Rune. Ich glaube, dagegen ist er nicht so empfindlich gegen das Dings. Na gut. Droppt er irgendwas? Nö. Etwas von massiven Mengen Mana. Was ein sinnloser Gegner. Mein 3000 Seelen. Ja, ist okay. Also ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Aber. Ach, nicht so für den ist halt übel der Abfuck, ne? Ne. Caleb, Leonia, so was sind jetzt ja die vier Glockentürme. Dass man hier aus der Ansicht, dass man das auch nur mit der Liste machen kann, nicht mit der Karte, wenn du nicht die Ebene wechseln kannst, ist total nervig. Mit Controller nicht. Z muss man drücken. Also ich kann die Ebene nicht wechseln. Kann Z drücken? Ja, ich muss mit Z drücken. Also man kann die Ebene wechseln? Mhm. Frontal Graceset, Zoom, Untergrund anzeigen. Ach so, lol. Okay, gut. Man kann anscheinend die Karte wechseln. Mhm. Oh, wie dumm. Ich habe mich darüber schon echt oft aufgeregt. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. So, dann fehlt jetzt noch. Was war denn das dritte Portal? Oder waren es nur drei? Ja, was war das dritte Portal? Ach, nee, es sind nur drei, ne? Ja, das ist dann also nicht. Ich dachte, es sind insgesamt vier. Was sind hier nur drei? Drei Portale. Was heißt denn die vier Glockentürme? Ein Portal. Drei Portal und. Einmal den. Die Kiste, ja. Oh, zack. Ah, zerfallende Lande, okay. Da so, auf nach Azumarsala. Könnte man draufkommen, dass. Was ist das? Das ist. Hast du das nicht schon gewusst? Hast du das nicht schon gemacht? Ja, so. Zerfallendes Azumarsala. Ist schon sau cool hier. Und noch ein bisschen tot, ein bisschen deprimierend auch. Aber ich glaube, hier gab es ein Amulett, ein ganz gutes. Mag solche Gegenden. So schwebende Inseln. Kurz genießen, nein, einfach. Ich weiß noch nicht genau, wie man da. Gegenden. So. Riesiger Tornado. Mehrere riesige Tornaden. Was sieht man von hier aus? Ja, das sieht man, eine große Festung. Das ist so ein riesiger. Riesige Schmiede. Das ist vielleicht einfach das, die Spitze vom Dings, oder? Das ist die Spitze vom Eisberg. Ja, das ist der große Topf von dem Riesendings drauf. Das auf der Karte ist das oben mit so einem roten Dings gekannt. Da geht die letzte Kette hin. Ich war tatsächlich noch nicht dort, weil ich mich voll auf den Halligbaum. Lebensbejahend würde ich es beschreiben. Ich habe mich voll auf den Halligbaum konzentriert. Weil das andere Ding bei den Riesen sah ja so aus, als würde ich alles verbrennen, wenn ich da hingehen würde. Du sollst ja auch den Eldenbaum. Elden. Das Ding da verbrennen. Ach du Scheiße. Du wolltest die machen. Ich wollte die nicht machen. Ich finde, die sind Assis. Wir können jetzt zumindest mal einen töten, dann wird das hier wesentlich leichter. Au. Machst du mal so einen Hot? Oder eigentlich keiner von S. Ich nehme einfach das Ding hier, scheiß drauf. Hast du den erwischt? Das ist ein Blitz und kein Hot. Nein, das war der Blitz, nicht der Hot. Der kommt wieder. Okay, gehen wir runter und schlachten. Da könnte tatsächlich der gezielte Blitz gut sein, wenn ich ihn anvisieren könnte. Was ich nicht kann. Wo stehen wir eigentlich überhaupt drauf? Nö, der geht oben in die Decke. Ach, da ist er. Das ist ja sehr lame. Ja, okay, dann runter, würde ich sagen. Du Mann, grün! Geronimo! Oh, fuck. Also irgendwie die Plante-Attacks funktionieren in diesem Teil irgendwie nicht so gut. Nee. Ah. Ist der eigentlich ein bisschen großes? Oh, das hat funktioniert. Alter! Damage, my boy. F in den Chat, Jungs. Ja, ich denke mir so. Ich nehme an, du hast den Typen tot gekriegt. I did infect, du. Der Tim tot. Ja, ich
Ich renne ja, ich komme mal wieder zu dir und schnapp mir zumindest das Amulett oder was auch immer da noch lag. Und vor ihm muss ja eh hin für meine Seelen. Läufst du gerade durch die Luft? Ja, das, weil wir an komplett verschiedenen Orten sind. Ich glaube, das Spiel kann halt nur so und so viele Koordinatenpunkte auseinander sein. Bei mir läufst du hier auch gerade irgendwie in so einer Dingswand. Ich muss, glaube ich, zu dir porten. Ich weiß nicht, ob du auch durch darfst. Ach, du darfst du. Okay. Mann, ist das cool. Ich will da unbedingt hin. Das funktioniert. Ich weiß nicht mal wie. Also was du tun musst dafür, ob du irgendwie... Das ist einfach, wenn du den Baum verbrannt hast, da dein Portan. In der Zeit eingefroren. Es sind ganz viele Steine, die einfach rumschweben. Ja, cool. So, gab's hier nicht irgendwie so ein Jump-Puzzle? Ne, der Puzzle war zu viel gesagt, oder? Ah, hier war der. Was kann der eigentlich nochmal? Perldrachentalisman, ah, siehst du. Ah, gegen nicht körperlich. Ich glaube, der war der Resistenz gegen alles. Ja. Oder der, ne, das ist das. Der macht, dass ich große Last habe, oder? Ja. Der Zeit eingefroren ist halt irgendwie. Ja, schon, oder? Da hinten ist so ein Stück. Ja, die Leute sind so ein Stück schon... Wand, die ganzen Steine, das ganze Geröll ist einfach da eingefroren. Nur diese Tornado und die anderen Tornados, Tornado und auch. Und hier fliegen die Drachen rum. Ja. Ob die irgendwas damit zu tun haben? Wer weiß. Na gut, dann porten wir mal wieder zurück nach Leonia und Ende dieser Episode. Tüdelülü. Gehen wir am besten zum Fuß der vier Glockentürme. Wollte ich auch kurz sagen.